Mein Name ist Michael Seidel. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Filmreihe Eine Reise durch die Heimat. Eine der größten Städte Deutschlands ist Jessen. Zumindest, wenn es nach der Fläche geht. Die schöne Stadt ist der wichtigste Arbeits- und Versorgungsmittelpunkt im östlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts und die einwohnerreichste Stadt in meinem Wahlkreis. Noch berühmter als für ihre Größe ist die Stadt Jessen jedoch für ihren Wein. Die Jessener Region gehört zum Weinanbaugebiet Sachsen. In Jessen gibt es neben dem Wein aber auch eines der schönsten Schlösser der Region. In dem vollsanierten Rundbau befindet sich heute die Stadtverwaltung. Malerisch durch die Stadt schlängelt sich die Schwarze Elster. Von Jessen aus gelangen wir entlang idyllischer Weinberge nach Schweinitz. Im Mittelalter erstmals urkundlich erwähnt, bezeichnet der Name einen Ort, der reich an Wildschweinen ist. Das Schweinitzer Heimatfest im Juli lockt in Nicht-Corona-Zeiten hunderte Menschen aus der Region an und die Partyabende im alten Weinkeller sind berühmt. Das gut ausgebaute Wegenetz inklusive Picknickpavillons macht es Erholungssuchende möglich, zu Fuß, mit dem Rad oder zu Pferde abzuschalten und die heimische Tierwelt zu entdecken. Ebenso gilt der Elstermannpark in Schweinitz als botanisches Highlight im Landkreis. Der Ortsteil Holzdorf ist ein wichtiger Standort der Bundeswehr. Der Militärflugplatz der Luftwaffe liegt direkt auf der Grenze zu Brandenburg. Die Bundeswehr ist einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Aber Holzdorf ist auch ein attraktiver Wohnort. Eine Grundschule und eine integrative Kindertagesstätte bieten optimale Bildungs- und Betreuungsangebote. Linda. Der Ortsname bedeutet so viel wie zur Linde. Kein Wunder also, dass die hiesige Kita ihre Kinder liebevoll und identitätsbewusst kleine Lindenblüten nennt. Seit etwas mehr als 20 Jahren organisiert die Gemeinde einen Bauern- und Pferdemarkt. Optisches Highlight auf meiner Tour durch den Ort ist zweifelsohne die im 13. Jahrhundert erbaute Kirche. Ein modern verputzter, spätgotischer Feldsteinbau. Aber Linda ist nicht von gestern. Unter anderem ist hier ein modernes Blech- und Technologiezentrum ansässig und in Linda wurde ein Kirchenmusik-Kompaktsystem entwickelt, das es Gemeinden ohne Orgel oder Organist ermöglicht, ihre Gottesdienste digital musikalisch zu untermalen. Die kleine Gemeinde inmitten der hügeligen Glücksburger Heide bietet einen tollen See mit großen Grünflächen und einer Mehrzweckhalle zum Baden, Spielen, Zelten, Angeln und Entspannen. Hier findet auch regelmäßig ein Ostmobiltreffen statt. Der Gasthof in der Ulmenstraße in Mügeln ist überregional wohlbekannt und heiß geliebt. Mein Name ist Michael Seidel. Ich stelle mich zur Landtagswahl und bin Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis 25. Am 6. Juni 2021 zähle ich auf Ihre Stimme. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Eine Reise durch die Heimat.